So, mit dem Spatprodukt kann man das Volumen von Körpern berechnen. Ich will in diesem Video kurz zeigen, wie man mit Hilfe des Spatproduktes das Volumen einer Pyramide berechnet. Um das Volumen einer Pyramide zu berechnen, brauche ich drei Vektoren, die linear voneinander unabhängig sein müssen. Und mit Hilfe dieser dreier Vektoren kann man das Spatprodukt bilden und letztendlich kann man dann mit diesem Spatprodukt das Volumen der Pyramide bestimmen. Die drei unabhängigen Vektoren, die ich hier in der Zeichnung habe, sind hier in dieser Formel aufgeführt. Mit den ersten beiden Vektoren wird das Kreuzprodukt gebildet. Das Kreuzprodukt selber ist dann auch ein Vektor. So, dieser neu entstandene Vektor wird dann mit dem dritten Vektor multipliziert. Es wird also ein Skalarprodukt dann gebildet. Und dieses Skalarprodukt ist dann eine Zahl und wenn ich diese Zahl mit 1/3 multipliziere, habe ich dann das Volumen der Pyramide. Ich werde das jetzt an einem Beispiel nochmal erklären. Die Werte der drei Vektoren dieser Pyramide habe ich jetzt aufgeschrieben. Diese kommen jetzt in die Formel für die Berechnung des Volumens. Wir sehen hier, dass die beiden Vektoren 0a und 0c hier kreuzweise miteinander multipliziert werden. Also hier wird dann das Kreuzprodukt davon gebildet und das Kreuzprodukt, das Ergebnis des Kreuzproduktes wird dann multipliziert noch mit dem dritten Vektor 0s. Das Kreuzprodukt wird jetzt wie folgt gebildet. Die beiden Vektoren 6, 8, 0 und minus 8, 6, 0. Die Werte dieser beiden Vektoren werden zweimal untereinander aufgeschrieben. Die erste Zeile wird jeweils durchgestrichen, genauso die letzte Zeile. Und jetzt wird kreuzweise multipliziert. Ich habe also die Zahlen, die multipliziert werden, einmal rot und einmal blau gezeichnet. Die rot gezeichneten werden zuerst multipliziert, dann minus die blau gezeichneten. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Also 8 mal die 0 minus 0 mal die 6, 8 mal die 0 minus 0 mal die 6. Dann das nächste Paar, 0 mal die 8 minus 6 mal die 0. Das ist dann die zweite Zeile und die letzte Zeile 6 mal die 6 minus 8 mal die minus 8. So kann ich dann jetzt das, was in diesen Klammern drin steht, berechnen. Das Ergebnis ist wiederum ein Vektor, 0, 0, 100. Und wenn man jetzt die Länge dieses Vektors berechnen würde, dann hätten wir die Fläche, die Grundfläche der Pyramide berechnet mit den beiden Vektoren 0c und 0a. Also genau diese Fläche. So, jetzt können wir es wieder zu unserer ursprünglichen Rechnung zurückkehren. Also die beiden Vektoren, das Kreuzprodukt dieser beiden Vektoren liefert mir dann den Vektor 0, 0, 100 und das multipliziere ich jetzt mit dem dritten Vektor, minus 1, 7 und 10 und ihr seht hier, das Multiplikationszeichen ist ein Punkt, das heißt, hier wird das Skalarprodukt gebildet. Das Skalarprodukt heißt also, hier werden die beiden Vektoren zeilenweise multipliziert, die Ergebnisse werden addiert und am Ende kommt dann hier raus 1/3 mal 1000 und das ist dann 1000 Drittel und das ist das Volumen der Pyramide.